Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Wir sind hier in Kathmandu, sozusagen einem Vorgebiet zu Novus. Hier müssen wir jetzt erstmal ein paar Sachen erledigen, wobei ein paar ist gut, weil, naja, hier sind einige Dungeons und ich frage mich, ob wir die wirklich alle jetzt hier vorher noch machen müssen. Das wäre ja echt interessant. Es gibt ja selten so eine richtig lange Vorgeschichte zu irgendeiner Welt. Zumindest fällt mir gerade keine ein. Deswegen ist das schon spannend, dass man hier so eine Art, ja, komplett eigenes Gebiet nochmal vorher hat. Eigentlich sind wir hier ja in Muhong. Nur so eine kleine Ecke davon. Ist schon sehr, sehr spannend. Hier sieht es aber auf jeden Fall cool aus. Und ich bin mal sehr gespannt, was hier drin jetzt für einen Gegner wartet. Ich hoffe doch, dass es der erste Bosskampf sozusagen ist. Denn da werden wir mal sehen, oh, wie die Bosse hier in der neuen Welt so von der Schwierigkeit her sind. Ein kleiner Wizard und eine Kuh haben gekommen, um die Macht der großen Horselords zu verfolgen. Imagine our disappointment to find only you. Such. Not me. Was? I'm sitting this one out. Okay, nein, das sind ganz normale Mythos-Gegner. Ja, natürlich konnte ich jetzt hier in dem Fall nicht so lange warten mit den Dialogen, weil wir jetzt hier jemanden dabei haben. Und komischerweise fällt mir jetzt auch hier in diesem Kampf wieder auf, dass der Blumen irgendwie sehr hoch eingestellt ist. Seht ihr das, wie hell zum Beispiel mein Stab hier leuchtet. Ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich frage mich, ob das sich dann noch legt oder ob das in ganz Novus so ist, weil irgendwie sieht das ein bisschen, ja, keine Ahnung, es sieht irgendwie so aus, als ob es nicht so gewollt gewesen wäre. Weil sich die Farben auch so komisch überlagern und das so ein bisschen verschwimmt. Sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Fiebertraum, ich weiß nicht. Na, wir werden es sehen. Was mich gerade extrem nervt, ist, dass mein Schnupfen eigentlich weg ist. Aber jetzt gerade, wo ich anfange, hier länger zu reden, der plötzlich wieder einsetzt. Und das war ein vernichtender Schlag. Toll. Und die Treppe ist wieder gespawnt. Es nicht. Ja, das ist halt blöd jetzt. Ich muss die Dialoge jetzt leider mal ein bisschen skippen, tut mir leid. Denn sonst hängen wir hier viel zu sehr hinterher mit dem Kampf und dieser Typ hat anscheinend auch keine, nicht die geringste Anstalt hier irgendwie auf irgendjemanden zu warten. Der rennt einfach nach vorne. Ich frage mich, warum er überhaupt hier mit uns reingegangen ist. Hätte er auch gleich alleine machen können. Ja. Vielleicht hätte ich wieder rausgehen sollen. Weil irgendwie ist das gerade echt ein bisschen blöd. Denn gerade jetzt hier in Novus wollen wir natürlich was von der Story mitkriegen. Und da ist sowas, naja. Nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Oh, seht ihr das, was ich meine? Das sieht alles so komisch verschwommen aus irgendwie hier. Als ob die Farben nicht so ganz abgestimmt wären. Das sieht ganz seltsam aus. Das fällt mir jetzt hier in diesem Gebiet noch viel mehr auf, als in der ungeformten Welt, wo wir vor zwei Folgen waren. Da war es einfach nur krass hell, aber hier sieht es so komisch verschwommen aus. Das ist echt seltsam. Oder habe ich irgendeine Einstellung falsch hier drin? Eigentlich ja nicht. Nee, das ist bloß das. Also ja, der Blumen ist natürlich an, ist klar, aber der war eigentlich nie so krass stark. Komisch, naja. Ich hoffe einfach mal, dass es in den nachfolgenden Gebieten nicht mehr so schlimm aussieht, weil das stört wirklich ein bisschen. Ich müsste mal in ein paar Videos von anderen Leuten reingucken. Gerade auch auf dem US-Server, ob das da auch so ist. Oder ob die hier schon wieder irgendwas verhauen haben.
Würde mich nicht wundern, ey, dieser Typ ist ja wirklich Speedrunner hoch 10. Thanks for handling that one, Wizard. Come on, we'll probably find the Acolyte in the next room. Just tell me how to reach the enough of this. I already have what I want. Boah, regt mich das gerade auf, dass der Typ so weit vorrennt. Ich habe noch nicht mal den Kampf beendet, so gefühlt, und der ist schon im nächsten Raum. Ist ja unglaublich nervig. Ja, und da ist er schon wieder im Kampf drin und ich werde wahrscheinlich nicht mal in die Runde reinkommen. Ah, doch. Erstaunlicherweise schon. Naja, naja. Jetzt haben wir endlich einen Bosskampf hier. Der Hauptmann der Goldenen Horde. Der Text sieht auch so seltsam aus. Guckt euch das mal an. Dieses Violett von dem Text hier oben, also von dem Namen, der über dem Boss schwebt, ist irgendwie so richtig fleckig und so. Es sieht ganz komisch aus. Und das hier drüben auch. Was haben denn die da gemacht? Ich könnte den Blumen auch ausschalten. Ja, dann würde es so aussehen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist das dann jetzt wieder ein bisschen zu wenig? Es sieht irgendwie so trist aus. Aber das ist ja echt überbelichtet hier. Der einzige andere Ort in ganz Wizard, der mir gerade einfällt, wo der Blumen auch so schlimm ist, ist die Feuerkatzenallee, also zumindest die neue, die nach dem Redesign auch so übelst hell geworden ist. Spüre den Zorn der Horde. Sind wir jetzt hier bei... Ui, WoW, cool. Ein Mythos-Zentaur. Den habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Mit einem Avalon-Baum. Aber er macht uns keine Klingen weg oder sowas. Das ist schon mal gut. Ja, übrigens, Leute. Ich habe Feuer von oben, das habe ich noch gar nicht erzählt, jetzt aus dem Deck rausgenommen und den mit den senkenden Krummsäbeln ersetzt. Und warum ich das gemacht habe, werde ich euch gleich zeigen. Viele von euch haben es mir ja schon prophezeit, dass das Feuer von oben sich in einem der nächsten Updates sehr zum Negativen verändern wird und das hat es jetzt auch getan. Und das werde ich euch gleich zeigen. Im Endeffekt ist der Zauber jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Was sehr, sehr schade ist. Und der Schnupfen regt mich nach wie vor auf. Okay, dann greifen wir mal an. Gott, ey, wenn die Effekte hier drin so überbelichtet sind, dann will ich gar nicht wissen, wie das gleich bei dem senkenden Krummsäbeln aussieht, die ja sowieso schon immer sehr hell waren. Ich weiß echt noch nicht, was ich dagegen machen soll. Also der Blumen ist mir eigentlich echt zu krass. Aber ausschalten will ich ihn irgendwie auch nicht, dann sieht alles so grau aus. Kann mich noch nicht ganz entscheiden. Aber ich würde sagen, wir warten einfach mal die kommenden Gebiete ab, ob das da auch so schlimm ist. Ja, das ist ja wirklich... ist wirklich ein bisschen too much. Man kann kaum das Gesicht erkennen von der guten Frau hier. Und selbst die sonst so wunderschöne Luna sieht hier... Naja... mehr schlecht als recht aus. Alter, was hat denn der so viel Verteidigung?
Okay, eine neue Transformation. Die haben wir noch nie gesehen. 558 Mythos-Schaden. Mehr allerdings nicht. Okay. Wir haben auch unseren neuen Feuerzauber theoretisch parat. Ich werde ihn gleich einsetzen. Oh. Der kann sich heilen. Ist ja echt mies. Ja, also es scheint wirklich so zu sein, wie ich es vermutet habe, dass die Bosse jetzt generell alle Verteidigung haben. Und zwar gegen alle Schulen wahrscheinlich. Gegen ihre eigene wahrscheinlich einfach nur noch ein bisschen mehr. Das ist schon interessant. Ah, ich sehe übrigens gerade, wir können nicht von unseren Mitspielern sehen, welche Pips sie hier oben ausgewählt haben. Das heißt, das wird nicht angezeigt, wenn man das im Kampf wechselt. Es kann übrigens sein, dass ich heute ein bisschen durch Wind bin. Ich merke es auch selber. Ja. Bestes Beispiel dafür gerade. Ich merke es auch selber gerade beim Kommentieren so ein bisschen. Könnte wahrscheinlich daran liegen, dass ich ein bisschen im Stress bin und morgen auch mal wieder eine Prüfung habe. Ich war jetzt eine Woche krank. Ja, und morgen habe ich wieder eine Prüfung. Und aus eurer Sicht praktisch an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist die Prüfung auch schon wieder vorbei. Das heißt, ich kann euch in der nächsten Folge sagen, ob alles geklappt hat. Ach du meine Güte, jetzt leckt es erstmal hier. Eine technisch nicht ganz so gute Folge, aber dafür kann ich gerade nichts. Schauen wir mal, was dieser Angriff hier ausrichten kann. ...2400, okay. Boah, 8000, ey. Das ist echt nicht schlecht. Aber da wird natürlich das Widerstehen noch nicht mit dazu gerechnet, ist klar. Ich habe ganz vergessen, wie das war bei der Klinge von Buck Gordon, die wir von seinem Zauber bekommen. Ob das eine Klinge sein muss, die wir von ihm klauen oder wie das nochmal genau funktionierte. Gekrittet haben wir auf jeden Fall. Aber wir sehen den Schaden leider nicht. Ach nee, es ist eine Klinge, die wir von uns selber umwandeln. Okay. Boah, ist das hell. Ich fasse es nicht. Das muss doch irgendjemand mal abgenommen haben. Ich verstehe nicht, ob es bei King's Eye keine Leute gibt, die das mal testen oder so. Oder warum solche Sachen, genauso wie die Übersetzungen, hier einfach durchgewunken werden ständig. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Anscheinend ging es dem Typen jetzt nicht schnell genug. Jetzt ist er geflohen. Toll. Oder so. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Der war sowieso schon die ganze Zeit ein bisschen komisch, so schnell wie der hier vorgerannt ist. Aber das soll mir egal sein. Wir kriegen das auch so hin. Und mit diesem zweiten Rundenschaden ist das Ganze gleich gegessen. Ach nee, da ist er ja wieder.
Okay, ich habe gerade schon befürchtet, dass da noch eine weitere Heilung jetzt kommt. Zum Glück hat er davon aber abgelassen. Also bis jetzt sind die Bosse, oder zumindest der Boss hier, nicht so übelst schwer. Er hat ein paar interessante Taktiken drauf, die er zwischendrin einsetzt, aber irgendwie macht er nicht so wirklich Gebrauch von seinen Pips. Der hat gerade immer noch, ja, fast das Maximum und setzt sie aber einfach nicht ein. Und jetzt wird der Rundenschaden ihn besiegen. Also alles in allem kein Problem, hätten wir auch alleine hingekriegt. Davon bin ich überzeugt. By the steps, you're Mubu, Stomper of the World Turtle. I heard you retired in disgrace. Something like that. Well, when General Tung Ok ascends to the Stone of Heaven, the clouds themselves will be squished. I've heard it. I was unimpressed. Clouds are already squishy, Captain. Your general simply coils yarn in endless circles. While wizard, Mubu, a thread leads us outside. I hate this place. Okay, jetzt sind wir endlich befreit von diesem Speedrunner und können jetzt wieder so ein bisschen... Oh, sieht irgendwie cool aus hier. Und können jetzt wieder uns der Story ein bisschen mehr widmen. Wie viele EP kriegen wir hier eigentlich? 91.000 für diese Quest hier zumindest. Und jetzt möchte ich euch mal das neue Feuer von oben präsentieren. Und ich kriege da eine Krise. Ja. Wir haben jetzt hier 1260 Feuerschaden. Schön und gut. Allerdings, jetzt kann ich das wieder nicht lesen. Entweder ist das jetzt verteilt über 5 Runden. Keine Ahnung. Oder es ist Schaden nach 5 Runden. Ich befürchte fast, dass es Letzteres sein wird. Und ja, ich verstehe es nicht. Warum sollte man sowas noch benutzen? Das ist einfach nur traurig. Ich verstehe ja, dass der Fokus der Feuerschule theoretisch Schaden über Zeit sein soll. Das bedeutet aber nicht, dass jeder zweite Zauber diesen Effekt haben muss. Vor allem über 5 Runden. Was bringen mir 5 Runden, wenn es 2 Runden wären oder 3 Runden? Kann man ja noch irgendwie damit arbeiten, aber 5 Runden ist einfach zu viel. Ich weiß auch nicht, bis heute nicht, woran man jetzt bitteschön erkennen soll, ob ein Zauber nach 5 Runden Schaden macht oder über 5 Runden Schaden macht. Beispielsweise, wir wissen ja, wie der Feuerdrache funktioniert, ne? Warte. Oder nehmen wir mal nicht den Feuerdrachen, nehmen wir mal hier so Start zum Beispiel. Wir sehen hier 980 Bombe. Achso, doch. Ja, okay, dann verstehe ich es, glaube ich, doch. Wenn da Schaden steht, also so eine Faust abgebildet ist, dann macht der über 5 Runden Schaden wahrscheinlich. Und wenn es so dargestellt ist wie hier, über, also bei der Karte hier, bei Start, mit dieser Bombe, dann wird es wahrscheinlich nach so und so viel Runden sein. Das heißt, diese 1260 Feuerschaden, die Feuer von oben jetzt macht, werden über 5 Runden gestreckt. Das macht es eigentlich fast unmöglich, irgendwie von Täuschen Gebrauch zu machen, weil du musst den Schaden, der auf der Karte drauf ist, ja durch 5 rechnen. Das heißt, du machst dann pro Runde nur noch, keine Ahnung, 300 Schaden oder so. Das ist halt einfach viel zu wenig. Ja, ist echt blöd. Deswegen habe ich jetzt die senkenden Krummsäbel reingenommen. Die kann man wenigstens noch irgendwie auf einen Gegner benutzen. Und den rasenden Stier haben sie zum Glück so gelassen, mit der Ausnahme, dass der jetzt einen Rundenschaden detoniert, anstatt die Rauchwand drauf zu machen. Es ist schon echt blöd. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Änderungen von Feuer von oben haltet. Aber ich habe ja schon in einigen Streams und so gehört, dass viele Leute da definitiv nicht mit d'accord sind. Und das kann ich auch nachvollziehen. Die Schule hier wird komplett zerbombt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht wirklich Feuer als Schule und als Klasse zum Spielen sehr unattraktiv. Leider Gottes. Tja. Do you seek the captain? His yarn and yours no longer intertwine. He has what he sought, and now he has left. And what did he seek? Knowledge,
The Horde wishes to reach the stone, but its winds tear at sails, and it sits beyond that reach of any ladder. So, like all loss among the tangles of their lives, they seek enlightenment from the Order of the Sacred Yarn, or from our leader anyway. They believe your stringcaster can reach the stone. Why? Because she can. The Sacred Yarn is no mere metaphor. It is a real rope of infinite length, enchanted by ancients with excess-free time. All of this destruction was to learn how to reach her. And now we must set it right. Extinguish the fires from these houses, then rescue those inside. Ah, jetzt, nachdem wir hier Stunden sozusagen... Ach verdammt, das habe ich eine Nebenquest angenommen. Egal. Nachdem wir Stunden hier in Kathmandu verbracht haben, jetzt endlich kommen wir erstmal auf die Idee, diese Feuer hier zu löschen. Oh, thank you, Stranger. Ich frage mich, wie die Leute da drin überhaupt noch leben. Aber gut. Hurry, there are still others trapped. Kick a horse in the snout for me. Okay, und dann Leute, würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Ich hoffe mal, dass ich nächste Folge ein bisschen mehr auf dem Damm bin, aber ich denke mal schon, wenn ich nicht so Prüfungsaufregung mehr habe und b, dass mein Schnupfen nicht mehr so hörbar ist. Es ist ja heute fast krasser als vor 2 Tagen, obwohl ich da noch richtig verschnupft war. Wundert mich, fühlt sich gar nicht so an, aber irgendwie, wenn ich anfange zu reden, wird es schlimmer. Es ist ganz seltsam. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, Leute, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu A, dem Blume, der irgendwie hier so heftig ist, und B, zu dem neuen Feuer von oben in die Kommentare. Und an der Stelle noch vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Ganz, ganz lieben Dank natürlich wie immer an Kadia, an Rex Schattenklinge, an Manuel und an Basti. Und dann sehen wir uns sehr gerne, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin. We'll be right back.